Herzlich willkommen zurück in Wiedenbrück, Osnabrück. Diesmal lädt ein zum Auswärtsspiel. Und ja, die sind Siebter, wir sind Erster. Wir wollen den ersten Platz behalten. Also gibt es nichts Besseres als 3 Punkte holen. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir erstmal rein in eure Kommentare gleich. Ja, erstmal die Topspiele natürlich. Osnabrück und Wiedenbrück. Erstes Topspiel. Zweites Topspiel ist Aue gegen Aalen. Und dann haben wir noch Wolfsburg gegen Duisburg. Alles klar. Da sieht es doch schon mal ganz gut aus. Gucken wir kurz in eure Kommentare. FIFA Brothers hat gesagt, super Video. Und kannst du mich bald in die zweite Mannschaft tun? Gucken wir mal rein hier. Du bist ja der Torwart hier. Der Meier. Du bist jetzt generell hier im letzten Jahr und natürlich alle, die hier im Moment auslaufen, die laufen natürlich nächste Saison hier in der zweiten Mannschaft auf. Claro. Vor allem halt die, die ihr hier Namen habt, ne? Also der Metzger zum Beispiel müssen wir natürlich auch noch einen Vertrag anbieten. Ganz klar. Zweite Mannschaft nächste Saison. Saison ist ja nicht mehr lange. Deshalb müssen wir das jetzt machen. Habe ich jetzt schon gar nicht mehr so dran gedacht. Gut, dass du mich nochmal dran erinnert hast. So, wie sieht's mit dem Rest aus? Okay, Nussbaumer, den 38er. Und den Marius Lange, den 47er. Wisst ihr was? Die holen wir jetzt auch einfach fürs nächste Mal einfach hier in die zweite Mannschaft rein. Rival Player. Haben wir auch schon länger nichts mehr von gehört vom Rival Player, aber vielleicht kommt da ja nochmal was. Und der Janin Nussbaumer kriegt natürlich auch eine Vertragsverhandlung. Der Janu! Janu, wo bist du denn? Janu. Gehen wir auch noch runter hier vom Gehalt her. Und bieten jetzt mal allen hier die Sachen an. Sonst haben wir ja keinen mehr. Nee, sonst haben wir keinen mehr. Die B-Jugendleute, die springen natürlich dann hoch in die A-Jugend rein. Und ja, okay, dann gucken wir jetzt noch hier ins zweite rein. Und FIFA Brothers hat auch gesagt, er wird sich auch verleihen lassen. Aber nächste Saison spielst du ja dann in der, ne, hier, wo spielt die zweite Mannschaft? Gerade mal nochmal reingucken. In der Oberliga. Ich glaube, das ist mit der Stärke ganz gut. Von daher brauchen wir dich dann, glaube ich, nicht zu verleihen. So, wichtiger Auswärtssieg, hat der Wientjens gesagt. Finde ich auch. Ganz, ganz wichtig war das. Und dann hat vor 2 Stunden sogar noch eine Kalle reingehauen. Schönes Let's Play, weiter so. Bleib ich doch direkt mal noch hin hier. Hab ich noch gar nicht kommentiert. Danke, Herr Kollege. Da könnt ihr auch mal reingucken. Beim Kalle zockt. Den habe ich in meiner Kanalbeschreibung drin, im Videobeschreibung unten drin und so weiter und so fort. Also den werdet ihr sofort finden. Guckt mal rein, der macht auch ganz coole Sachen. Vor allem für die, die immer mal hier nach FIFA fragen, die können auf jeden Fall bei ihm mal reingucken. Der spielt nämlich relativ oft FIFA. Zumindest wenn Bundesliga ist. So, was haben wir noch? Ja, eigentlich sollte heute ja gar keine Folge rauskommen. Aber mein Patenkind ist mit meiner Freundin jetzt schon unterwegs. Und genau deshalb habe ich gedacht, komm, machst du jetzt noch eine Folge. Die kommt vielleicht ein bisschen später als in den letzten Tagen. Aber das macht ja keinem Sau was aus. Tomalla wird heute das erste Mal von Anfang an spielen. Und hoffentlich kann er jetzt in den letzten Spielen noch irgendwie zeigen, dass er was, ja, dass er zumindest nichts verlernt hat in der Pause, die er da hatte, ne? Jetzt hängt mir hier schon wieder was im Hals. Erstmal schön Wasser trinken, aber es hängt wohl immer noch. Ja. 6. Minute. VfL mit der ersten Flanke. Fitch stürmt da aufs Tor. Volles Risiko. Hämmert den Ball Volley aufs Tor. Wicke reißt die Folge nach oben. Ah, scheiße. 1:0 für Osnabrück. Das gibt auf jeden Fall erstmal Schwierigkeiten hier. Scheiße. Bis dat quikito dat doppelt gibt, wer gleich gibt. So ein frühes Tor verfehlt auch selten seine Wirkung. Ja, dumme Sprüche. Kann ich auch.
Riedel mit einer Flanke auf Safranco, aber dessen Kopfball geht weit am Tor vorbei. Aber wir kommen jetzt wieder rein hier. Überflüssiger Ballverlust von Lehmanns in der Vorwärtsbewegung. Wiedenbrücker kommt am Blitz schnell. Fintic auf Safranco, der lupft den Ball über Lehmann hinweg und geht ins Tor. Ja, 1-1! Da ist es. Sehr schön. Es ist der vorletzte Spieltag. Wir werden heute also sehen, ob wir aufsteigen werden oder nicht. Und wenn wir hier unentschieden spielen, ja, dann ist es doch schon der Aufstieg, oder nicht? Wenn wir nicht verlieren sogar. Nee, dann noch nicht unbedingt. Doch, von der Tordifferenz. Wir dürfen nicht verlieren. Fällt mir jetzt erst auf. Und deshalb macht einfach mal der Thomas Tomalla. Der Dennis Tomalla, nicht der Thomas. Der Dennis Tomalla macht einfach mal in den ersten 24 Minuten, die er für uns spielt, sein erstes Tor. Für uns. Nach dieser langen Verletzung. Klasse, klasse, klasse. Also, wenn wir nicht verlieren, das fällt mir jetzt erst auf, sind wir aufgestiegen. Ach Quatsch, nein, sind wir doch gar nicht. Wir haben noch mehr als 34 Spieler. Wir haben ja 20 Teams. Ach Gottchen, Gary. Was ist los mit dir? Also haben wir noch ein paar Spieltage. Dann gibt es heute nicht die Frage nach dem Aufstieg. Oh, hier geht's aber dafür rund. Kujunovic auf Fitch. Und der alleine vor Wicke schießt aus 6 Metern flach ein. Also Tore am Fließband hier in der ersten Hälfte. 4 Stück. Quasi alle 10 Minuten gerappelt. Und der Gary ist vollkommen außer Rand und Band. Komplett außer Kontrolle. Er zählt Quatsch. Er zählt Mist. Er zählt jetzt erstmal seinen Spielern was. So, hier Tomalla direkt mal loben. Da gut gemacht. Und auch Vintage loben. Und dann können wir hier noch ein paar Leute motivieren. So. Jetzt gucken wir kurz, wer noch hier auf der Ersatzbank sitzt. Der Schlosser. Aber der Sukuc hat im Moment eine bestechende Form. Mit 17er Form. Guckt euch das mal an. Eventuell kommt Zahn nachher nochmal rein. Aber da können wir jetzt im Moment nicht viel machen. Weil Safranco eine krasse Form hat mit 18. Und der Tomalla ein Tor geboxt hat. Also, das lassen wir erstmal so. Wir gehen aber nochmal vollen Angriff. Und starten hier direkt mit einer Ecke von Tommy. Die erste. Clement kann die aber mit einem Befreiungsschlag klären. Ab und zu, bei den Ecken brauchen wir immer ein paar, ne? Marco Fitsch war wohl gleiche Höhe. Aber Glück für uns, dass er da zurückgepfiffen wurde und abseits gepfiffen wurde. Alles klar. Jules Reimerick mit 3 Übersteigern. Ja, dann hat Kai Gehring genug und klatscht da mit einer Grätsche dazwischen. Genauso muss man es machen. Marcel Appia rutscht aus. Jetzt kann da Tommy aus 20 Metern abschießen, aber 1 Meter über den Balken schießt er. Mensch, schade. So, wir haben die 60. Minute. Die Frische hat beim Safranco jetzt auch ein bisschen nachgelassen. Dann kommt da jetzt einfach mal der Zahn für rein. So. Was haben wir jetzt noch hier auf der Bank sitzen? Ich möchte eigentlich nicht wechseln hier noch. Vielleicht ein Wörle raus. Das können wir noch machen. Da haben wir noch einen Punkt rausgeholt. Dann lassen wir den anderen. Weiter Abschlag jetzt erstmal von Weke. Der kommt vorne an bei Safranco. Der nimmt den Ball mit, ist plötzlich durch. Ah! Schiss! Dann verspringt ihm da irgendwie der Ball. Und der Kamein Häusle, oder wie auch immer man diesen Namen sagt, holt den Ball da nochmal ihm vom Fuß. Eieiei, also es ist oben unfassbar spannend, wenn man bedenkt, dass wir hier doch noch 19 mal 2 sind 38, ne, wenn ich mich nicht recht entsinne. Also haben wir hier noch 5 Spieltage über. Macht das Sinn? Macht Sinn, oder? Jetzt erstmal, Zahn ist durch. Der Ball kommt irgendwie zu Fintic und er schießt ungehindert ein Tor. Klasse. Anfangspunkt, ja, hier hat der Fintic das erste Tor für uns geschossen. Und Anfangspunkt war Dausch, den wir eben erst reingebracht haben. Dann Zahn, den haben wir auch reingebracht. Also die Wechsel haben sich sofort bezahlt gemacht hier. Klasse. Weiter so jetzt. Unbedingt weiter so. Mann, Mann, Mann. Da ist ja richtige Action geboten hier. 3-2. 10 Minuten haben wir noch. Kurz vor Ende werden wir hier nochmal. Ah, eine gelbe Karte für Gehring. Der opfert sich da, kein Problem. Kurz vor Ende werden wir nochmal wechseln, um so ein bisschen Zeitspiel rauszuholen. Und noch irgendwie ein, zwei Spieler nochmal zu bringen, ne? Also einen haben wir nur noch. So, wen können wir denn hier noch bringen? Wer spielt denn im Moment nicht so oft? Gucken wir mal gerade rein. 14, 27, 15. Mackie, ja, dann kommt der Mackie doch. Der hat natürlich nicht viel gespielt, das stimmt wohl. Gut, Mackie wird nochmal eingewechselt und wir haben jetzt hier Dausch auf Zahn, aber der verzieht.
ganz okay, was er da im Moment geleistet hat, ausreichend. Das ging auf jeden Fall besser, aber er war zumindest an einem Tor beteiligt. Und Tomalla ist zurückgekommen und macht direkt eine Bude. Also das ist ein super Comeback. Jetzt hier Benedikt Zahn, vollkommen frei auf der rechten Seite, legt zurück auf Dausch. Der hält auf 12 Metern einfach mal drauf. Frank Lehmann. Gerade noch so über die Latte gelenkt den Ball. Eieiei. Das heißt, eine Ecke gibt es in der 89. Minute von Tommy. Die kommt genau auf den Kopf von Zahn. Der steht vollkommen frei, allein gelassen, ohne Ende. Und macht dann da noch das 4:2. Und zeigt dann auf einmal doch ein super Spiel. Klasse. Und Tommy hat schon 10 Vorlagen in der Saison. Und 8 getroffen oder so. Das ist ja Menschenskinder. Da haben wir uns hier in der ersten Halbzeit richtig schwer getan gegen Osnabrück. Und dann am Ende doch deutlich nochmal gewonnen. Klasse, super geil. Dausch ist der beste Spieler gewesen hier. Aber für mich, ne, für mich ist der Spieler des Tages Dennis Tomalla, der hier nach Monaten Verletzung zurückkommt und einfach mal direkt ein Tor auch macht. Aue gegen Aalen, so rum, 2:2. Sonnenhof gegen Stuttgart, 2:2. Das ist super, weil das bringt uns natürlich wieder Punkte da oben. So, dann haben wir noch Chemnitz gegen Mainz 2:1. Das heißt, die Chemnitzer entscheiden hier sich im Abstiegsduell quasi das Spiel für sich. Heidenheim gegen Bremen 2:1. Wolfsburg gegen Duisburg 3:2. Regensburg gegen Münster 2:2. Holstein Kiel gewinnt gegen Sandhausen. Leipzig verliert gegen Saarbrücken. Und Frankfurt gibt nochmal Gas, will den zweiten Platz, wenn nicht sogar den ersten, wiederholen. Und gewinnt 1:0 gegen Zwickau. Spieltagsstatistik, guckt mal rein. Oh, guckt euch mir hier vorne direkt die Doppelspitze an. Zahn und Tomalla. Und dazu kommt noch Dausch. Und dann machen wir hier nochmal Fotos von. Von denen habe ich nämlich noch keine. Damit ich hier direkt immer die Leute nochmal einfach ein random Foto reinballer, wenn es die nicht richtig gibt. So. Damit wir mal irgendwann hier eine volle Datenbank haben von schönen Gesichtern. Beste Spieler. Benedikt Zahn, ey. Wenn wir noch ein paar Spieltage mehr hätten, würde ich sagen, der holt nochmal auf. Alvaro Martin und Pascal Köpke sind aber, glaube ich, da außer Reichweite für den Guten. Aber Tomalla, guck mal, unser Franco, alle drei haben hier getroffen, die wir vorne reingestellt haben. Boah, ey, das ist auf jeden Fall geil. Echt geil. Super. Ja, dann gucken wir uns auch noch das zweite Spiel an gegen Stuttgart, damit wir, wie gesagt, auch langsam hier die Saison zu Ende bekommen. Hier, super letztes Spiel. Er hat da super geil gemacht. Klasse. Übelst gut. Es ist auch die Frage, ob wir uns so langsam jetzt schon nach Verpflichtung für die neue Saison Ausschau halten. Aber ich würde sagen, machen wir nicht, weil wenn wir aufsteigen sollten, haben wir vielleicht nochmal eine ganz andere Ausgangslage. Ne? Mitchell Weiser wechselt von Köln nach Dortmund. Das heißt, er hat jetzt auch hier schon ein, zwei Stationen hinter sich und guckt auch so ein bisschen betrüppelt. 15 Millionen. Ja, da hat Köln aber, glaube ich, keinen guten Deal gemacht hier. Da quasi 4 Millionen Verlust in den Transfers. Naja. Mogo wechselt von Marseille nach Rom. Stark wechselt von Hertha nach Hamburg. Und wo wir gerade bei diesen Wechseln hier sind, ne? Ich habe heute gehört, ich habe nicht gesehen, ob es, oder ich bin nicht sicher, ob es nur ein Angebot ist oder ob es jetzt schon vollzogen wurde, aber Mbappé, der Typ aus Frankreich da, ne? Wo hat er gespielt? Oder wo spielt der? Marseille? Ich glaube Marseille, ne? Ja, der soll für 180 Millionen wechseln nach Madrid. Also krasser Scheiß. Ich sag nur so viel, unterstützt das bitte nicht. Kauft nicht für 90 Euro ein Trikot und kauft auch nicht für 7 Euro eine Stadionwurst. Dann geht lieber zu eurem Dorfverein. Ich mache das hier bei mir auch immer mal wieder. Natürlich habe ich auch Sky und gucke mir den Quatsch an, aber ich, wenn ich was Richtiges kaufe, ich kaufe immer nur Trikots, wenn die in der Vorsaison, wenn die verbilligt sind für 30 Euro oder so. Mehr gebe ich für Trikots nicht aus. Ich will den ganzen Scheiß überhaupt nicht so viel unterstützen. Das ist vollkommen abnormal. Und im Büro sitzen irgendwelche armen Säcke, die dann für 2000 Euro im Monat 50 Stunden arbeiten müssen, damit der Verein läuft. Oder der arme Zeugwart. Und dafür so Leute wird da... Nee. Na,
Wird der Gary richtig böse hier. So, gucken wir uns jetzt erstmal hier Viertelfinale Champions League an. Barcelona gewinnt gegen Dortmund 4:2. Ja, sind sie raus, die Dortmunder. Hinspiel war ja ganz gut, aber Rückspiel, wer ist denn der Björn Engels? Warum spielt der bei Dortmund in der Champions League? Gucken wir gleich mal rein. Ja, Arsenal ganz locker flockig, 6:0. Also Rückspiel hier zu Hause war Garras gegen Atletico Madrid. Real gewinnt auch 6:0, beide Spiele 3:0 gegen Inter Mailand. Und dann haben wir noch Rom mit Auswärtstoren. In der Verlängerung haben sie gewonnen. Boah, das ist auf jeden Fall auch bitter für Chelsea. Das heißt, wir haben Rom, Madrid, Arsenal und Barcelona weiter. Es sieht so aus, als hätten auch unsere Jugendspieler jetzt komplett zugesagt. Ja? Leipzig ist aber weiter, ist im Halbfinale der Europa League gegen Eindhoven. Dann ist Liverpool weiter gegen Sporting. Tottenham besiegt Manchester City. Da werden die Man City-Leute sich auch richtig ankotzen. Und Schalke verliert leider 4:3 gegen Everton. Das heißt, ein deutscher Verein im Halbfinale der europäischen Pokale und das ist dann auch noch ausgerechnet Dosenclub Leipzig. So, jetzt haben wir die letzten 1, 2, 3, 4, 5 Spiele. Wir haben leichte Aufgaben dabei, wir haben so mittelmäßige Aufgaben dabei. Also ich gehe mal davon aus, dass wir das hier einfach jetzt noch machen, ey. Was soll das denn? Groß Asbach haben wir noch, ne? Hier als großen Konkurrenten. Da in der nächsten Folge quasi. Wenn wir das gewinnen, dann bin ich mir sicher, sind wir durch. Dann sind wir durch. So, es geht ran, meine lieben Freunde, gegen Stuttgarter Amateure. Die sind letzter und haben auch eine deutlich schwächere Elf als wir. Also werden wir doch hier wohl gewinnen. Saarbrücken gegen Frankfurt ist das Topspiel, Aalen gegen Osnabrück und Duisburg gegen Regensburg. Ja, die Frankfurter wollen da natürlich in Saarbrücken auch dementsprechend gewinnen. Ne? So, hier können wir nochmal ein bisschen wechseln, dass hier nochmal Leute rankommen. Ah, Harvey, lassen wir mal außen vor jetzt im Moment hier. So. Höchster Formgewinn bei Epi. Jugendspieler Köln. Fortuna Köln hat Interesse an mir. Ja, danke, aber nein. Metzger akzeptiert Vertragsangebot. B-Junioren. Boah, gewinnen 6:0 gegen Stuttgarter Kickers. Auch gut. Die Nussbaum akzeptiert. Lange akzeptiert. Und Meier akzeptiert. Asimir Kralakov, okay. Und die Reserve hat 4:0 gewonnen. Klasse. Bester Spieler war Paul Paulos. Albrecht, Grauer und Paulus haben die Tore gemacht. Und ein Tor hat uns der gegnerische Torwart reingehauen. Gut, gut, gut. Ja, wunderbar. Dann gehen wir doch direkt ins nächste Spiel rein. Damit die Folge heute noch halbwegs irgendwann noch im frühen Nachmittag oder Frühabend irgendwie rankommt. Es geht gegen den letzten Platz. Es muss einfach ein Sieg sein. Was anderes gibt es da gar nicht. Das kann mir doch gar keiner erzählen. Und wir sehen hier Vintage auf Gehring, der köpft schulmäßig, aber Sarkur ist da und hält den Ball. Ja, Tomalla vertändelt die Chance da im 1 gegen 1. Da fehlt ihm vielleicht doch so ein bisschen die Spielpraxis. Aber 2 Minuten gespielt, 2 große Chancen. In der 5. die 3. große Chance. Wörler auf Sukuc, der leitet den Ball auf Tomalla weiter. Und dann macht er das Tor, jawohl. 2. Na, abseits. Da ist die Fahne oben. Schade. Beke in der 6. Minute auch das erste Mal geprüft. So, das ist auf jeden Fall hier richtig munteres Spielchen, vor allem von unserer Seite. Flanke Sukuc, Kopfball Tomalla. 1:0, er trifft. Nein, scheiße, Mann. Da springt er in den Torwart rein und Slatjan Klingmann, der mutige Entscheidung trifft, gibt den Treffer zurecht nicht. Also es war jetzt hier schon quasi 2-mal der Ball im Tor für uns. Da können wir doch drauf aufbauen. Vintage, mannschaftsdienlich spielt er da auf Safranco, aber der bekommt den Ball nicht aufs Tor. Über die rechte Seite kamen bisher 75% der Angriffe. Da sind wir im Moment ganz stark. Aber jetzt mal über links. Sukuc will da an Reule vorbeigehen. Ja, er verliert erstmal den Ball, aber dann hält der einfach seinen Schlappen nochmal hin. Spielt dann in die Mitte. Da ist Safranco am Start. Ah, Gianni kann ihn noch in zur Ecke klären. Eieieiei. Ecke jetzt von Tommy auf den Elfmeterpunkt. Sarko schiebt alles aus der Seite.
und begräbt den Ball dann da unter sich. Kann man doch mal sagen, weiter so. Ist doch super hier. Suko holt einen Eckball raus. Der hat das eben gelesen mit der rechten Seite und macht jetzt auf der linken mal Stress hier. Kurz ausgeführte Ecke von Tommy. Fintic zieht von der Strafraumkante ab, aber kein Problem für Sarkur. Der musste hier auf jeden Fall jetzt auch schon ein paar Mal richtig ran. Und weiter geht's. Schöne Kombination von Wiedenbrück. Safranco zieht ab und trifft. Oh, sag mal, der steht schon wieder im Abseits. Gibt es doch nicht. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, jetzt hat er auch noch seinen Schuh kaputt. Vielleicht lag es am Schuh, dass der immer im Abseits war. Vielleicht war der Schuh zu schnell für ihn. Čanić auf Safranco. Ne, anders. Der kann ihn da gerade noch... Okay. Der bedrängt ihn da beim Kopfball und dann kommt der Kopfball halt auch nicht aufs Tor. Also, sehr aktiv Posten da vorne, der Safranco. Leider bisher nicht belohnt. Jetzt vielleicht nochmal. Fintic zieht das Leder an den Fünfer. Da ist Mäcki. Der kommt perfekt hinter den Ball und köpft genau unter die Latte. Tja, was ist denn mit Mäcki los? Rennt mal da vorne rum, macht ein Tor. Ja, aber hallo. Guten Tag, mein Freund. Safranco und Reule jetzt im Zweikampf. Ah, der Schiedsrichter hat schon abgepfiffen. Aber die wollen da beide noch einen Elfmeter haben. Elfmeter und Freistoß. Aber war ja schon abgepfiffen. Ja, super. 1-0 zur Hälfte. Da geht vielleicht noch ein bisschen mehr. Vor allen Dingen hier für den letzten. Aber gegen hier für Mäcki war das toll. Und Fintic hat auch wieder ein starkes Spiel. Tommy ebenfalls. Also, dann können wir Tomalla vielleicht nochmal motivieren. Und sagen nochmal vollen Angriff. Und ja, direkt geht's los, ne? 47. Minute. Nach dem hohen Ball von Mäcki wird der Ball von Čanić zur Ecke geklärt. Die natürlich reingebracht wird von Tommy. Und Kai Gehring legt den Ball auf Safranco ab. Und der hat keine Mühe, das Leder über die Linie zu drücken. Safranco, Nummer 19. Alles klar. Super, dann können wir ihn auch auswechseln und lassen Benedikt Zahn ran. Der möchte ja auch hier seine Einsatzzeiten jetzt haben. Tommy können wir auch mal mit der guten Note rausholen. Und dann vielleicht noch Fintic, der hat ja auch eine super Note. Machen wir es so hier. Dausch und Wörle. Zentrale Mittelfeldspieler. 2-0, das geben wir jetzt hier nicht mehr aus der Hand. Das, ne. So. Nach den ganzen Wechseln gucken wir mal, wie sich das Spiel hier weiterentwickelt. Jetzt erstmal mit einer Chance die Stuttgarter seit einer Million Jahre. Fritsch auf Winkelmann und Weg ist aber da. Muhitin Fritsch. Das ist ja auch eine geile Kombination von Namen. Dennis Tomalla hat sich da jetzt davon gestohlen. Er hält eine Steilvorlage von Turul Errat. Dann spielt er zurück auf Benedikt Zahn. Und der ist da, muss nur noch einschieben, verzieht aber kläglich. Eieieiei. Und Sukuc blutet jetzt hier, da sind die mit den Köpfen aneinander gestoßen. Sukuc und Čanić. Mensch, Mensch, Mensch. So, geht da vielleicht noch was an Toren? Ich hätte gern noch welche. Vor allem für Tomalla würde ich mir das nur wünschen. Oh, Ecke erstmal, Vanicek. Ah, Bürger köpft. Kai Gehring sieht da nicht gut aus, aber Weke hat den Ball. Kopfstoß von Benedikt Zahn gegen Čanić. Was ist denn mit dem gerade los? Ist der sauer, dass der nicht von Anfang an spielen durfte? Auf jeden Fall hätte er hier jetzt gerade auch rot verdient gewesen. Sukuc geht auf jeden Fall weiter, obwohl er da am Bluten ist, alles klar. Alexander Kreuz kommt für Ferrati rein und Mäcki geht auf dem rechten Flügel ab. Schuss aus 20 Metern, geht deutlich am Tor vorbei. Aber der Mäcki hat hier einen richtigen Vorwärtsdrang heute. Schon wieder Mäcki, flankt jetzt von rechts auf Tomalla. Der Torjäger, der Gefährliche, zieht ab, aber setzt den am Tor vorbei. Knappe 20 Minuten haben wir noch in dem Spiel hier und es ist jetzt so ein bisschen abgeflacht. Jetzt kommt sogar mal Stuttgart an den Start. Bürger, der schießt und Meinka kann ihn zur Ecke abwehren. Ecke von links, Marvin Vanicek.
bringt die weit nach innen. Völlig frei steht da Bürger. Der zieht ab, schießt genau auf Weke. Und der hat keine Mühe. Noch vollen Angriff nach vorne bitte. Hallo, ich möchte noch ein Tor hier. Gegen den letzten ist noch ein 3-0 drin. Aha, vielleicht jetzt. Gehring schaltet sich mal nach vorne ein. Doppelpass mit Dausch. Verteidiger zieht aus 13 Meter ab, aber schießt an die Eckfahne. Aber fast zumindest an die Eckfahne. Freistoß Dausch. Dausch zirkelt den Ball über die Mauer auf die linke Ecke. Furkan ist aber da, faustet den Ball zur Seite weg. Hat er gut gemacht, hat er gut gemacht. Also beide, Dausch und Saku, haben das gut gemacht. So, die letzten 4-5 Minuten, 2 Minuten Nachspielzeit. Okay, so weit sind wir doch schon auf einmal gesprungen. Haben wir da noch was? Hat noch irgendjemand Bock hier? Joachim Winkelmann hat Bock, der flankt vor das Tor, aber Wege kommt nicht richtig ran. Stefan Bürger bekommt den Ball vor die Füße und dann steht es auf einmal 2-1. Stefan Bürger macht den Schlusspunkt. Alles klar. Huiuiui, das war jetzt knapper als gedacht. Und Benedikt Zahn kam hier mit einer 6 nach Hause. Der einen Kopfstoß macht und dann auch nicht trifft, der hat halt auch eine 6. Chemnitz gewinnt gegen Sonnenhof. Sonnenhof fliegt dadurch erstmal runter auf Platz 3. Mainz verliert gegen Heidenheim. Allen unentschieden gegen Osnabrück. Zwickau gewinnt gegen Aue. Saarbrücken verliert gegen Frankfurt, die jetzt bei uns ranbleiben. Sandhausen 3-1 gegen Leipzig. Münster 3-0 gegen Kiel. Duisburg gegen Regensburg 0-2 und Bremen gegen Wolfsburg 1-3. Also Chemnitz hat sich jetzt hier unten auch abgesetzt. Ich glaube, damit ist der Käse gegessen da unten. Vor allen Dingen, wenn man gegen Sonnenhof gewinnt, dann muss man ja richtige Motivation mitnehmen. So, Tommy und Mackie sind in der Hälfte des Tages. Ansonsten alles schöne Köpfe. Weiter geht's. Beste Spieler. Safranco hat noch ein Tor gemacht. Hier oben sonst nicht so viel passiert. Grimaldi hat sich nur an Zahn vorbeigeschlichen. Oh, klasse Sache hier bisher. Gut, gut, gut. Hattrick gegen den Ex-Club. Brand. Eieiei, der Sack. Der Leverkusen abgeschossen, würde ich sagen. So, die Reserve von uns hat 4-0 gewonnen gegen Westfalia Rhinon oder Rhinon. Wie sieht's da jetzt aus? Also die müssten doch auch jetzt dann bald fertig sein, oder? Ja, doch nicht. Auch hier so 20 Leute drin. Ach ne, Quatsch, das sind wir. Die sind jetzt bald fertig. 27. Spieltag. Vielleicht geht noch was nach oben. Aber ansonsten bin ich auch komplett damit zufrieden, dass man da im oberen Drittel der Tabelle ist. Die A-Jugend hat sich auch stabilisiert. Ist zumindest nicht mehr da unten im Abstiegssumpf drin und die B-Jugend könnte eventuell noch aufsteigen. So, ja, das nächste Spiel. Oh, da klatscht man mal direkt in die Hände vor Freude, weil da geht's richtig rund gegen Sonnenhof. Wenn wir gegen die gewinnen, dann würde ich sagen, haben wir A, unseren Aufstieg eigentlich schon festgemacht und B, gleichzeitig die Aufstiegsträume für Sonnenhof wahrscheinlich beerdigt. Das ist zumindest das, was ich glaube. Und ja, da werden wir auf jeden Fall alles dran setzen. Halbfinale gewinnt Schalke im Elfmeterschießen gegen Hoffenheim und Leipzig gegen Köln 3-0. Das heißt, Finale Leipzig gegen Red Bull. Leipzig gegen Red Bull? Quatsch, Schalke gegen Red Bull. So. So macht das Sinn, anders nicht. Beste Spieler, guckt euch mal an da. Habt ihr es gerade noch rechts gesehen? Wahrscheinlich nicht. Stärke 90 der Weigel und Stärke 88 der Brandt. So, dieses Spiel werden wir uns nächste Folge anschauen. Wahrscheinlich also morgen. Diese Spiele gucken wir uns dann auch nochmal genauer an. Jetzt gucken wir uns erst nochmal, ja, ist weiß es doch, mein Freund. Lass mal weg hier. Erstmal gucken wir uns nämlich kurz hier unsere Sachen an. Riedel 195.000. Ne, also ich verhandle mal, aber da will ich mehr für haben. 100.000 für den ist ja eigentlich nicht viel. So.
Patrick Funk verlängert seinen Vertrag. Oh, den brauchen wir auch nicht hier. 64 mit 30, den werden wir uns nicht mehr holen. Aus dem Blickfeld raus, jo. Diawuzi, den kann man auch drin lassen. 65 mit 22. Kai Gehring möchte mit bei Standards nach vorne. Ja, okay, stellen wir mal ein. Und Wiedenbrück 2 gewinnt wieder 3:1. Und da hat der Ersen Bayran sogar 2 Tore gemacht. Okay, wo macht man das denn nochmal hier? Taktik irgendwo. Dann individuelle Anweisung. Und Gehring hat gesagt, er möchte gerne mit nach vorne bei Standards. Dann mach doch mal. So, warum hast du denn hier eigentlich nicht so oft Vorstöße? Ist ja Quatsch. Macht er doch gut. Der Gute. Wenn er da nach vorne stößt. Okay, alles klar. Nächstes Mal werden wir noch hier mit ein paar Spielern mehr reden. Jetzt fürs Erste würde ich aber sagen, machen wir Schluss. Haben jetzt echt nicht mehr viel vor uns, was so spielemäßig angeht. Und seht echt stark aus. Ich muss auch sagen, dass wir sehr, sehr, sehr gut hier durch die dritte Liga gekommen sind bisher. Die dritte Liga und die Regionalliga, die hatten auch nicht so einen großen Unterschied, stärketechnisch gesehen. Das heißt, weil wir uns da schon ein gutes Team aufgebaut haben und hier dann noch punktuell verbessert hatten, haben wir da echt ein sehr gutes Team aufstellen können. Und ja, ich glaube, es wird in der zweiten Liga, ist das eine ganz andere Geschichte. Ne, Saisonheft wollte ich nicht. Statistik wollte ich mal gucken hier. Zweite Liga kurz, was, wenn wir da mal so reingehen, was hier so im Mittelfeld für Kaderstärken sind. 730, 6, 766, 65, also 770, das muss man da schon haben. Eventuell haben wir hier 730 und 40 rum, haben wir dann mit dem Abstieg was zu tun. Was sagt unsere Stärke so? Was war da so Sache? Wir sind so bei 737, das heißt, wir wären eventuell im unteren Mittelfeld nächste Saison in der zweiten Liga zu verdingsen. Und da müssen wir vielleicht noch ein bisschen was reinbuttern in den Verein und gucken, ob wir noch gute Spieler holen können. Aber jetzt ist erstmal noch dritte Liga und vor allen Dingen richtig wichtiges Spiel gegen Sonnenhof Groß Asbach. Nächste Folge werden wir uns das angucken. Bis dahin, bleibt bitte gesund, macht keine Dummheiten und sorgt mal dafür, dass wieder Sonne kommt statt Regen. Vielen Dank dafür. Auf Wiedersehen, euer Gary.